Moin, moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal auf German HD. Ja, und zwar mit einem lustigen Video für euch. Ich habe mal was Außergewöhnliches für euch und zwar ein bisschen was zum Lachen. Ja, ihr kennt das doch mit sicherlich, wenn ihr ein Handy habt und ihr könnt euch ja Nachrichten vorlesen lassen von Siri oder von jemand anders, also diese Handystimme. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Und ja, ich habe auf jeden Fall was Lustiges hier für euch vorbereitet und es würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall ein Like da lassen würdet, jetzt schon oder mittendrin oder danach. Würde mich auf jeden Fall ziemlich freuen, weil ich habe, wie gesagt, ein bisschen was für euch vorbereitet, ein bisschen was zu lachen. Und ja, hoffe, euch gefällt das Ganze. Wenn euch das Ganze gefallen sollte und ihr drüber lachen konntet, dann würde es mich auch wirklich freuen, wenn ihr das Video mit euren Freunden teilen würdet, weil es ist wirklich was zum Lachen. Okay, ja, ich will auch jetzt gar nicht weiter drum herum reden. Am Ende des Videos liken, kommentieren und teilen. Würde mich super freuen und dann würde ich sagen, wünsche ich euch dabei viel Spaß. Übrigens, sorry, dass ich mich erst jetzt melde, aber ich musste erst mal nach Hause, um kräftig zu scheißen. Auf dem Weg dorthin hatte ich schon eine Dauergänsehaut. Als ich dann endlich zu Hause war und meinen Porzellanthron bestiegen hatte, war die Kacke schon so stark verdichtet, dass man damit hätte Diamanten schleifen können. Aber mein austrainierter Schließmuskel ließ mich ein weiteres Mal nicht im Stich und ist zu Höchstform aufgelaufen. Das Abseilen der Verdauungsbombe hat so lange gedauert, dass ich zwischendurch mehrmals aufstehen musste, um meine Beine wieder mit frischem Blut zu versorgen. Ein Hängetrauma ist Nonnenhockey dagegen. Nach den ersten knüppelharten 20 cm wurde ich nicht nur mit einer cremigen Konsistenz, sondern auch mit einem kernigen Aroma belohnt. Die entweichenden Gase haben nicht nur den Bartspiegel beschlagen lassen. Der Geruch wäre für einen untrainierten Kackathleten nicht auszuhalten gewesen. Der Gestank war so bestialisch, dass sich die Lamellen von dem Abluftgebläse verbogen haben und der Lüftermotor weinend seinen Dienst quittierte. Stichwort weinen, ich selbst saß voller Stolz über meinem Meisterwerk und hatte Tränen in den Augen. Tränen der Rührung und der Anteilnahme. Denn ich wusste, dass die Zeit mit meinem braunen Freund, der jetzt leblos unter mir in seinem feuchten Grab lag und der mir so unvergessliche Momente beschert hatte, bald zu einem Ende kommen musste. Um diesen schmerzhaften Augenblick noch etwas hinauszuzögern, beendete ich noch schnell drei weitere Level des Spiels auf meinem Samsung, das passenderweise Fireball heißt und deshalb für derartige Events ideal geeignet ist. Dadurch gab ich auch dem Kondenswasser, welches sich auf meinen Arschbacken gebildet hatte, Gelegenheit in Ruhe zu verdampfen. Jetzt war die Zeit gekommen, den Papierkram zu erledigen. Mit flinker Hand reinigte ich meinen Zimtstern und begrub meine anbetungswürdige Kreation unter einem Berg von kontaminiertem Papier. Nun blieb nichts mehr zu tun, als Abschied zu nehmen. Den Bruchteil einer Sekunde zögerte ich, den Spürknopf zu betätigen und damit das Todesurteil für meine Anal-Anaconda zu vollstrecken. Aber besondere Umstände fordern besondere Maßnahmen. Also drückte ich ab. Für einen Augenblick schien es, als würde sich die 3-Pfund-Einlage gegen ihr Schicksal aufbäumen und aus der Schüssel springen. Doch die Sogwirkung war stärker als der Überlebenswille meiner Popyton. Im Strudel des nachströmenden Wassers rotierte mein Bolzen seiner Bestimmung entgegen und verschwand schweigend im Abfluss. Ich hatte Haltung angenommen und stand salutierend vor dem Keramiksessel, während eine Träne über meine Wange glitt. Leise murmelte ich, Adieu, kleiner Kamerad.